Heute ist ein ziemlich turbulenter Tag. Drüber und drunter, hoch und runter. Heute mal eine recht kurze Strecke, nur 200 Meter. Zwischen 500 Meter und 700 Meter über Null. Aber dafür mehrmals. Hörst du, die Flieger kommen? Da können wir uns abtarnen im Stollen. Im Stollen? Nee, im Stollen. Im Stollen. Mundloch des Julianerstollens. Den Stollen kannst du verspeisen und im Stollen kannst du dich verkriechen. Ja. Und die Mundloch. Hier oben können sich bald verkrümeln, die machen einen Krach hier oben. Aber das sind die Flieger von der Region. Kleiner Flughafen. Ja. Grüne Tanne heißt das. Wie? Grüne Tanne. Halde und verbrochenes Mundloch des grünen Tannenstollens. Wenn du jetzt Absolvent der Bergakademie Freiberg wärst, dann könntest du jetzt referieren über zum Beispiel, wenn du ein Absolvent von Geotechnik Bergbau wärst, könntest du stundenlang jetzt erzählen. Ich kann dir auch was erzählen. Das Erzgebirge, das ist nämlich unterlöchert wie ein Schweizer Käse. Ja, das hat man schon, das Thema. Ja. Und nicht erst seit dem 11., 12. Jahrhundert schon viel eher. So lange schon, noch länger. Das ist spekulativ. Wird man gerne nachweisen. Was suchst du denn hier? Das ist das Mundloch von den Heiligen Drei Königen. Hallo. Gerade keiner da. Interessante Wege gibt's hier überall. Uralt Wege. Na sowas haben die alten Erzgebirge schon Satellitentechnik hier. Achtung, Achtung, es folgt eine Wortspielerei. Anhören nur auf eigene Gefahr. Ja, anhören alleine hilft nicht. Auf dich zu hören, das geht nie. Von wegen Böttcher, Böttcher, Böttcher sagt man mit CH und zu dem Böttcher in Mainz und Dresden sagt man auch Böttcher, schreibt sich auch mit G. Ja, da muss man auch lesen. Ja, jetzt nicht sag bloß mal. Sich was erzählen lassen, sondern selber recherchieren und lesen. Das trifft allgemein zu, gerade in der jetzigen Zeit. Nee, also jetzt ist gut, jetzt gucken wir uns das mal an, worum es überhaupt geht. Wir haben eine kompetente Insiderin und die kann genau die ganzen Verwicklungen und so weiter, was sich im Laufe der Geschichte hier abgespielt hat, erzählen und erklären. Das macht hier ganz toll die Angelika. Ja, herzlich willkommen hier in der Böttcherfabrik in Burgerschau. Der Name Böttcherfabrik hat mit dem Fassherstellen nichts zu tun. Der Familie war der Namensgeber dafür, aber es wurde hier immer Artikel aus Holz produziert. Am Anfang Besen, Bürsten, Kisten und Hölzer. Und dann zu DDR-Zeiten, also nach der Enteignung, wurde hier Holzspielwaren hergestellt. Autos, Kindersitzmöbel, Wäschetrockner, also das, was auch gut für den Export zu verteilen war. Seit über 20 Jahren sind wir hier museale Einrichtungen mit Werkzeug- und Maschinenbau Ernst Wittig. War ein Betrieb hier in Burgerschau. Na fein, auf. Ja, Puff, da können wir auch mit dem Bus herkommen. Anmeldung zum Beispiel elbetonline.de. Da fahren wir mit dem Bus hierher. Es geht wunderbar. Und dann können wir noch eine schöne Wanderung machen, Kneipen zum Wochenende. Ja, zu dem Museum gehört auch zur Tenne dazu. Und das ist ein bisschen landwirtschaftliches Gerät. Kann man sich auch mit angucken. Klöppelsackenstände. Klöppelstock. Kindertoilette.
Lachsführer, das ist ja interessant. Schöne Körbe. Holzwagen mit Jauchefass. Zack, Ausklopfmaschine. Verlängerbare Holzwagen mit Jauchefass. Ja. Hier kannst du jemanden verschaukeln. Kann er sich selbst schaukeln. Mit einer Schaukel. Hier. Badewanne. Ja, das ist wieder häusliche Gewalt. Ja, da gibt es ja jetzt für Männer auch Beratungsstellen. Gibt es für Männer Beratungsstellen? Da wollen wir mal fragen, wo die hier sind. So, Schwarzlicht aus, oder? Ja. Guck dir das mal an, ein fruchtbarer Boden ist es hier, Schwarzerdegebiet. Ja, Schwarzerde. Ja. Ist ein Trugschluss. Trugschluss? Hast du schon was vom Kohlenmeilergebiet gehört? Ach, Kohlen haben die hier gemacht. Die Kohlenmeiler. Herstellung aus Holz. Das waren die Brüder, die das halbe Erzgebirge abgeholzt haben. Was jetzt eine Idylle ist, war vor Jahrhunderten hier. Wahrscheinlich garantiert ziemliches Chaos. Alles durchwühlt, die ganze Erde dreimal umgeräumt. Tja, und früher waren die alten Bergleute unter der Erde und wurden sehr leidensfähig. Und heute fliegen sie über der Erde und sind auch sehr leidensfähig ob der hohen Spritpreise. Ja, der lange Marsch durchs Erzgebirgswäldchen. Hoch und runter. Immer munter. Jetzt zum Katzenstein. Katzenstein, ja. Hat er Gott erschaffen. Gott hat alles erschaffen. Ja. Was man Täter und Opfer und Krieger und Pazifisten, Männer und Frauen. Mein lieber Gott ist Tesla. Tesla. Wenn wir universell denken wollen, müssen wir in Schwingungen und Energiefrequenzen denken. Punkt. Punkt. Komma, Strich. Ich denke jetzt... Wir genießen die Natur. Ich denke jetzt, das geht immer weiter bergauf. Du weißt ja schon immer vorher, ob hier irgendwann mal ein Mensch gelebt hat oder nicht. Anhand deiner Pflanzen, die du findest. Ja, ein Girsch ist das, habe ich dir schon mal erklärt. Da ist zu vermuten, dass da mal ein Garten war. Das hat man früher nämlich angebaut. Ja. Also, das war als Unkraut rausgerissen wird. Und wenn man so durchs Erzgebirge schlendert, da findet man oft erstmal so eine Stelle, wo Girsch und Brennnessel. Ja, zum Beispiel an Kohlenmeilerstätten. Ja, auch ziemlich massiv wächst. Punktuell. Ja. Ja, und sparsam wie die Erzgebirger so sind, sparen sie auch am Fußballplatz, denn hier gibt es nur ein Tor. Sie sind halt Zamnemsch. Was denn Zamnemsch heißt? Ist es sparsam oder geizig? Und wie interpretierst du das? Zamnemsch. Das ist achtsam. Das ist ja immer was Neues. Wenn wir einmal beachtsam sind, da sollte man mal auf das Kneipptretbecken mit achten. Den Pfarrer Kneip haben wir ja bei unseren interaktiven Pflanzenführungen schon mit ins Spiel gebracht. Der hat sich auch mit Pflanzen befasst. So ein Allrounder, dieser Pfarrer. Guck mal an, das geht auf ihn zurück. Ja, mach's mal vor. Zieh die Schuhe aus und geh rein. Das war schade ums Wasser. Ach, lass mal die Füße nicht erwaschen. Am Katzenstein sitzt ein Hund. Ja. Na sowas. Ansonsten gibt es noch was so Schönes zu berichten. Ja, eine alte Sorge hängt mit dem Katzenstein zusammen. Ja, ich habe heute was gelernt.
Aha. Und zwar sind hier jede Menge Moorbirken. Ach so, weil hier der Waldlehrpfad herführt. Ja, Gemeindebirken schön, und schön. Moorbirken. Jetzt kennen wir den Unterschied. Du. Naja, es ist kein Wunder, dass es Klopapier oder das Toilettenpapier alle ist. Es liegt da hier überall im Wald herum. Ah, ich beschäftige mich lieber mit denen. Du frisst dich schon wieder durch. Schnasche, dieser Schnasche. Buchen. Ja. Soll man suchen. Keimlinge sehe ich schon nie. Ach, die Knospen. Buchenknospen, die schmecken lecker. Ja, und wieder mal die schwarze Pockau, die sich hier im Schwarzwassertal tummelt. Uiuiui, tiefer blühend Glückstollen. Und wieder dunkel. Hallo! Glück auf! Packst du das Problem an der Wurzel jetzt? Ja, das geht nicht anders. Drüber und drunter, hoch und runter. Wir sind halt zwischen 500 und 700 Höhenmeter unterwegs. Man merkt es. Stress, Stress, Stress. 20 Kilometer in die Hufe. Ja, mindestens, dieser mindestens. Und da gucken wir mal. Übrigens hier das Häuschen, das hat eine schöne Geschichte mit dem Türmchen. Ja, das hat nämlich ein Mann für seine Frau gebaut, damit die im Winter auch Sonne hat. Deswegen der Turm oben drauf. Ja, weil kannst in dem Tal sehen? Im Winter keine Sonne sonst anliegt. Ja, unten. Kannst du mal sehen. Ja, ich sehe es, ja. Für seine Königin hat er das gebaut. Willst du einen Katzenstein mitnehmen? Ja, das erinnert mich an den Western. Der große Dreck.